Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Dark Souls Remastered, meinem 100% Run dieser Neuauflage des wohl besten Spiels, das überhaupt jemals erschienen ist, zumindest wenn man der Souls-Community glauben darf. Ansonsten ist es einfach nur ein sehr, 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 sehr gutes Action-Adventure-Action-RPG. Das muss man ja, wie gesagt, mit dazu sagen, irgendwie doch die Gaming-Welt so ein bisschen verändert hat. Ja, wie gesagt, Souls-Likes sprießen mittlerweile wie Unkraut, möchte ich nicht sagen, weil das ist ja eigentlich was Positives, aber wie, sage ich mal, frische Blumen, ja, aus der Erde. Und deshalb finde ich das ja gar nicht mal so schlecht, ja, dass das Souls-like zu einem eigenen Genre geworden ist. Wir machen heute hier weiter bei Dark Souls Remastered. Beim letzten Mal haben wir Zens Festung erobert, bis auf den Keller. Da ist noch einer, der erobert werden muss, sozusagen. Ein Titanit-Dämon, den wir beim letzten Mal oder den letzten beiden Malen extrem auf die Nuss gehauen hat. Aber ansonsten haben wir Zens Festung abgeschlossen. Der eiserne Golem ist gefallen. Wir können aufsteigen. Wir haben uns das Recht erworben, nach Anor'Londo zu gehen, in die Stadt der Götter oder in Gwyns alte Festung, wenn man so will. Aber vorher habe ich mich ein bisschen belesen. Also nicht ich, sondern der gute Walter hier. Der hat sich belesen. Er ist jetzt ein bisschen intelligenter, er ist jetzt ein bisschen distinguierter. Ja, ein Renaissance-Mensch, wenn man so will. Denn der gute Walter hat jetzt 15 Intelligenz. Und dadurch, dass er jetzt 15 Intelligenz hat, spricht ein gewisser Herr mit spitzem, großem Hut mit uns. Denn vorher hat er uns jetzt nicht so, also er hat uns jetzt nicht abwegig und irgendwie so abwertend betrachtet, ja, aber er hat den guten Walter dann schon so eher so, na du Kleiner, du, na bist bisschen doof, aber macht ja aber nix. Ja, aber jetzt sind wir ein Mann von Welt und das erkennt der gute Logan jetzt hoffentlich auch. Hello there, glad to see you alive. Oh, it seems you've come quite a way. Excellent, you're certainly ready. I shall teach you sorceries. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Endlich, endlich, endlich können wir von ihm die ganzen Sachen lernen, die man schon immer lernen wollte, obwohl ich ja eigentlich kein Zauberer bin. Aber, wie gesagt, das ist ja für uns ganz hilfreich, weil wir müssen ja alle Items uns holen bei einem 100% Run. Das bedeutet, ich muss auch all die teuren Zaubereien vom guten Logan kaufen. Was richtig, 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 richtig teuer wird. Also ihr seht da, ne? So ein Zauber kostet 20.000, 40.000, dann mal 3.000 hier, dann mal 20.000 da, dann nochmal 40.000. Also, der gute Logan, ne? Das ist schon ein ganz schön teurer Bursche. Ich werde mal noch nichts kaufen, weil einige Zaubereien habe ich ja schon, wie ihr seht. Ich brauche eigentlich nur die teuren. Nur die teuren brauche ich, genau. Und dafür habe ich keine Kohle gerade. Denn die habe ich ausgegeben, um Waffen abzugraden und mich schlauer zu machen. Von daher. Aber er ist erstmal gut. Jetzt ist der gute Logan als Händler quasi freigeschaltet. Natürlich werde ich auch die anderen Zauber von ihm kaufen, damit seine Story vorangeht, seine Quest vorangeht. Damit wir dann auch da wiederum neue Items bekommen, etc. pp. Logan, mach's gut. No results, eh? Well, the way of sorceries is a long, hard road. Take it slowly. Ich weiß auch, was lang und hart ist. Mein lieber Logan, willst du es wissen? Na, weißt du, was lang und hart ist? Hier, mein Titanit-Fangstab, den ich habe. Ich weiß jetzt nicht, was ihr jetzt gedacht habt, aber es ist der Titanit-Fangstab, den ich in der Hand habe. So, aber anstatt jetzt, weil ich habe mich ja natürlich gut vorbereitet, liebe Freunde, anstatt jetzt wieder zurückzulaufen nach Zens Festung, denn da geht's für uns jetzt weiter, werde ich jetzt ganz, ganz schlau und ganz geschickt einfach mal einen Heimkehrknochen benutzen und zum letzten Leuchtfeuer zurückkehren. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, müsste das zweite Leuchtfeuer in Zens Festung sein, beziehungsweise das einzige Leuchtfeuer in Zens Festung, was ja drin ist. Ich sage immer das zweite Leuchtfeuer, weil davor, direkt vor Zens Festung, ist ja auch noch ein Leuchtfeuer. Denn so können wir rein theoretisch relativ unbehelligt, weil wir haben ja wie gesagt alles getötet in Zens Festung, können wir relativ unbehelligt hier weitergehen und endlich hier im Remaster Anor'Londo betreten, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil wie gesagt, Anor'Londo sah schon im Original relativ gut aus,
Ne? Also bin ich sehr gespannt, wie es jetzt im Remaster mit der neuen Lichtstimmung, der neuen Licht-Engine, die sie hier reingebaut haben, wie es da jetzt endlich aussieht, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Sehr, sehr gespannt drauf. Wirklich, also ich habe es wirklich noch nicht gesehen, nicht mal in anderen Playthroughs von anderen Nasen, die auf YouTube ja das Spiel schon hunderte, tausende Male durchgespielt haben. Ja, aber hey, liebe Freunde, es ist halt mein Tempo, was ich halt gehe. Ne? Ich gehe jetzt halt nicht, ich bin jetzt halt nicht, irgendwie, ne, so ein schneller Hetzer, ja, sozusagen. Sondern eher so ein bisschen gemächlich, casual, ganz gediegen, mein Tempo. Und in diesem Tempo werde ich jetzt auch diesen coolen, muss man ja sagen, also der sieht wirklich gut aus. Also wenn man sich das überlegt, ich glaube im Original, das war einfach nur so ein gelber Ring. Und hier sieht er schon eher aus wie ein Ring aus Licht, ne. Beim letzten Mal sah, also im Original sieht er eher aus wie so ein, weiß ich nicht, Vanille-Donut. Und hier sieht das schon eher aus wie so ein Ring aus Licht. Und den werden wir jetzt mal untersuchen, liebe Freunde. Und werden uns dann entführen lassen. In die Stadt der Götter. Nach Anor Londo. Los geht's. Ach, ich freue mich richtig. Ist jedes Mal geil, Anor Londo zu sehen. Oh. Huh? Was ist hier los? Huh? Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Sie tun etwas gegen mich und mit mir. Es gefällt mir gar nicht. Oder doch? Nein, liebe Freunde, es gefällt mir nicht. Also, was sie tun, gefällt mir, denn sie bringen mich nach Anor Londo. Aber wie sie mich angefasst haben, ne? Me too und so. Ah. Wunderschön. Immer wieder ein erhebendes Gefühl, hier nach Anor Londo zu kommen. In die Stadt der Götter, in Gwyns alte Festung. Wow, was ist da mit dem Licht los? Okay, das sieht nicht so geil aus. Habt ihr das da gesehen? Diese richtig harte Lichtkante dort. Wow. Das da. Oh, Remaster. Das war nicht so geil gerade. Na egal. An der Schönheit von Anor Londo. Trübt das jetzt nicht allzu... Guckt euch das mal an. Okay, alles klar, wir gucken weg. Wir gucken weg. Wir gucken da nicht mehr hin. Wir vergessen es, was hier passiert ist. Weg, weg aus dem Gedächtnis, aus dem kollektiven Gedächtnis heraus. Stattdessen gucken wir uns die schöne Festung von Fürst Gwyn an. Ich habe schon mal gesagt, ne, ist natürlich basiert natürlich lose die Architektur auf dem Dom in Milan, glaube ich. Il Duomo. Was auf Italienisch, also auf Deutsch so viel bedeutet wie der Dom. Sehr ausgefallener Name. Ja. Nach dem ist das gemodelt. Das Interieur, wie gesagt, nach einer französischen Burg. Also hier italienisch und französisch gemixt, sozusagen. Woher die hier gemodelt wurden, die Kollegen hier, das kann ich euch nicht sagen. Aber sie kriegen auf jeden Fall jetzt auf die Nuss. Mit meiner... Alter, hallo. Jetzt hört's aber auf hier. Mit meinem... Dynamit-Fangstab, den ich voll abgegradet habe. Voll abgegradet, liebe Freunde. Ja, ja, ja. Ist voll abgegradet. Und damit können wir uns diesen Typen relativ schnell vom... Diese Typen relativ schnell vom Leib schaffen. Einer von euch, bitte? Einer von euch. Einer von euch muss hierher kommen. Nein? Okay. Wer will zuerst? Wer will zuerst auf... Ah, du willst zuerst auf die Fresse. Gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut, dass du zuerst auf die Fresse möchtest. Ja, komm her. Komm her. Könnt ihr mal euer Equipment fallen lassen? Das wäre sehr schön. Lass mal euer Equipment fallen. Ich habe zwar nicht den Ring dafür an, glaube ich. Aber so ein Riesenschild und die riesenhelle Barde, die wäre schön. Weil das wäre sehr hilfreich. Aua. Falsch gerollt. Falsch gerollt. Wow. Was mache ich für Schaden mit meinem... Wow, dieser Titanifangstab. Ich würde mich mal interessieren, ob ich die One-Shotte mit der schweren Attacke. Ihr wisst, die schwere Attacke des Titanifangstabs. Ne, kennt ihr? Die total geile. Super gut. Super gut. Aber was die Typen hier... Ach nee, das ist er nicht. Entschuldigung. Die anderen machen das. So, Dämonen-Titanit, sehr gut, wo wir gerade beim Titanit-Fangstab waren. Sehr, sehr gut.
Aber bevor wir uns den anderen beiden da hinten widmen, den anderen dreien, es sind ja drei Nasen, die da hinten auch noch stehen, und die beiden Zugänge jeweils zu Anor Londo bewachen. Ein Zugang, wie gesagt, von Sens Festung aus und der andere Zugang von den Archiven des Herzogs. Bevor wir dahin gehen, werden wir natürlich das Leuchtfeuer von Anor Londo freischalten, was uns schon hilft, aber auch nicht lange uns zur Verfügung stehen wird. Denn natürlich, indem wir 100% machen, müssen wir natürlich auch den guten Gwyndolin töten. Und, oder beziehungsweise die gute Gwyndolin töten. Und, also ihre Illusion. Und das findet diese Dame nicht ganz so geil. Und da wir sie dann auch töten müssen, verschwindet dieses Leuchtfeuer. Deshalb nutzen wir es, solange es noch gibt. Deshalb rasten wir am Leuchtfeuer. Wir kriegen mal ein bisschen was. Wir reparieren mal den Titanitfangstab. Und reden mal mit dieser netten Dame. Mit ihrer coolen, coolen Rüstung, die ähnlich wie der gute Vermut abgefallene Krieger einen Zaubertrick beherrscht, denn sie lehnt nicht richtig an der Wand. Sie ist auch so der Michael Jackson sozusagen, so hat so einen Mechanismus im Schuh, sodass es aussieht, als würde sie an der Wand lehnen, tut sie aber nicht. Aber egal, du bist trotzdem cool. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Okay, alles klar. Wir sind in der verlorenen Stadt Anor Londo. Das sollte uns immer schon ein Hinweis darauf sein, dass hier nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, oder nicht alles große Brüste hat, was wirklich große Brüste hat. Ja, sondern manche großen Brüste sind zu schön, um wahr zu sein. Merkt euch das, liebe Kinder. Es ist eine Weisheit fürs Leben. Und das sollte uns schon ein kleiner Hinweis sein, dass vielleicht hier nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Egal. Du hast noch was zu sagen? Sag mal, ich habe doch wo habe ich die drei Feuerhüterin-Seelen her? Ich habe eine aus Neulondo, die habe ich schon eingelöst. Ich habe eine aus der Bezirk der Untoten. Und die dritte, die ich im Gepäck habe, die ist natürlich nicht von der guten Anastasia, sondern das ist die aus Blighttown, aus Schandstadt. Deshalb könnte ich jetzt rein theoretisch meinen Estus-Flakon verstärken, was ich jetzt auch tun werde. Bitteschön. Super. Sehr, sehr gut. Und wir werden reden mit dieser jungen Dame noch weiter. Hm. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Bisschen schlecht übersetzt. Also, der Anfang ist ganz interessant, ne, dass sie sage, wenn es sie nicht geben würde, gäbe es überhaupt kein Leuchtfeuer. Was ja auch generell erstmal ein bisschen merkwürdig ist. Weil das Leuchtfeuer ist die Heimat der Untoten. Ich habe mir gesagt, eigentlich, ich will immer nicht so auf diese ganzen Sachen und Mechaniken und Lore jetzt hier eingehen in diesem Playthrough, weil dann die Teile so lang wären. Aber ganz ehrlich, was macht ein Leuchtfeuer? Was machen drei Leuchtfeuer in Anor Londo? Also, weil Leuchtfeuer sind die Heimat der Untoten. Und was hat Fürst Gwyn am meisten gefürchtet? Die Untoten. Warum würde er dann drei Heimats... Was ist die Mehrzahl von Heimat? Heimaten, nehme ich mal an. Drei Heimatorte, machen wir es so. Drei Heimatorte der Untoten in seine Stadt reinlassen. Und eine Feuerhüterin, die gefüllt ist mit Menschlichkeit, also Fragmenten der dunklen Seele. Es ergibt keinen Sinn. Aber egal, es ist trotzdem cool. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. Merkt euch das. Die Leuchtfeuer sind alle miteinander verbunden, aber die Leuchtfeuerhüterinnen, sind alle weiblich, die dürfen sich nie treffen. Was dann passiert, wer weiß, wer weiß. Vielleicht passiert dann nämlich genau das, was in Dark Souls 2 passiert, nämlich dass die Kunst des Entfachens und quasi die Kunst, Estus Flakone zu verstärken oder so, dass das dann alles verloren geht, weil wenn sie sich treffen, geht vielleicht ihre Macht verloren. So wie gesagt, die drei Feuerhüterinnen am Anfang in Dark Souls 2. Vielleicht ist das ja der Fall. Oder vielleicht stirbt dann das Feuer schneller aus, weil ihr wisst ja, Leuchtfeuer sind ja quasi Erweiterungen, Außenposten der ersten Flamme, wenn man so will. Egal. Noch was? If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. Na, das ist doch schön.
Das ist doch schön. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Nee, okay, alles klar. Dann mach ich jetzt los. Tschüss. Ich mach los. Ich hau jetzt den, den Wächtern hier von Arlong nur noch mal kurz auf die Nuss. Ja, nachdem ich denen schon hier, die bei der Statue vom guten Ornstein standen, auf die Nuss gehauen habe, seid ihr jetzt dran. Ihr Nasen. Hier kann man übrigens super farmen. Also es ist einer der besten Farmspots im Spiel. Vor allem, wenn man eine Waffe hat, die richtig viel Schaden macht. Weil die Kollegen, ich glaube, was bringen die? 2000? 1500 pro Nase? Das ist schon ein verdammt guter Farmspot. Hallo? Nicht zwei auf einmal. Dankeschön. Dankeschön. Immer einer nach dem anderen. Weil beide auf einmal... Ich meine, das geht, vor allem, weil ich eine Waffe habe, die relativ viel Schaden macht. Und das kriegt man ja auch hin. Aber, aber trotzdem, ist das nicht ohne, zwei von den Kollegen zu battlen. So, lass mal ein bisschen was fallen. Die lassen nämlich auch Funkeltitanit, glaube ich, fallen. Oh. Oh. Da wolltest du mir... Ach so, falsche Seite. Wir müssen immer auf die Seite gehen, wo sie nicht ihr Schild haben. Weil nur da treffen wir sie auch. Zuck. Tot. Ja, ich glaube anderthalb, ne? Jo, anderthalb pro Nase. Ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Das ist so gut. Da, Funkeltitanit. Richtig geil. Und neben der Statue vom guten Smaug hier, der mit seinen komischen... Was ist das eigentlich? Was hängt hier eigentlich? Was ist das? Ist das ein Genitalschmuck, was er hat in seiner... Es sieht wirklich aus wie so ein Genitalschmuck, so ein bisschen. Egal. Die haben nämlich nicht nur Funkeltitanit bewacht, sondern... Die Idioten, diese Riesen, haben auch noch eine Mimik bewacht. Was fällt ihnen ein, eine Mimik zu bewachen? Wussten die das nicht? Egal. Auf jeden Fall kriegen wir hier die Kristallhellebarde. Die beschissenste Waffe im gesamten Spiel. Also die macht natürlich ordentlich Wummes. Ja, die macht natürlich ordentlich Schaden. Aber wie ihr wisst, Kristallwaffen, ich bin kein großer Fan von ihnen. Weil sie gehen halt wirklich schnell kaputt. Und das finde ich nicht so geil. Apropos, wer schnell kaputt geht, du gehst schnell kaputt, weil ich meinen geilen Titanit-Fangstab hier habe. Das ist eine absolut geniale Waffe. Das ist eine absolut geniale Waffe. Warum habe ich sie... Deshalb ist sie wahrscheinlich so schwer zu finden, ja, und so schwer zu kriegen. Weil es gibt ja wirklich nur einen Titanit-Dämon, der im gesamten Spiel respawnt. Und das ist der unten im verlorenen Isalit. Also wenn man davor einen Titanit-Fangstab schon bekommt, dann hat man schon verdammtes Glück. Und ich hatte verdammtes Glück. Das heißt, ich muss ihn nicht farmen. Ja, ich muss ihn einfach... Ich hab ihn schon. Weil das sind so, es gibt so Waffen, die verdammt schwer sind zu farmen. Das Balder Seitenschwert gehört dazu, das Flamberge gehört dazu. Alles übrigens Waffen, die ich zwischen diesen Teilen übrigens gefarmt habe, die habe ich jetzt schon im Inventar, liebe Freunde. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da gibt es dann bald Balder Seitenschwert und Flamberge-Action, weil das Flamberge, das macht nämlich ordentlich Blutungsschaden. Ordentlich Blutungsschaden macht das Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon verstärkt habe, aber das ist mir auch egal, weil ich habe hier jetzt eh einen Kampf mit... Wer ist gerade gestorben? Wer ist gerade gestorben? Habe ich eigentlich schon deine Axt? Ja, ich glaube, ich habe schon deine Axt. Ich habe schon deine Axt, mein Freund. Oh, und tot. Kriege ich wenigstens deinen Helm jetzt oder habe ich den auch schon? Ich habe deine Hellebarde, das ist auch gut. Jetzt bräuchte ich noch das Schild. Das wäre gut. Wer stirbt hier die ganze Zeit? Bin ich... Das klang gerade so, als hätte ich die ganze Zeit irgendwie gerade Seelen bekommen. Wer stirbt hier die ganze Zeit? Was ist hier los? Nee, das ist irgendwas anderes. Ach ja, Quatsch. Hier ist ja ein Crystal Lizard. Hier gibt's ja einen Crystal Lizard. Wo ist der Crystal Lizard? Kommen Sie her, junger Mann. Ich glaube. Ah nee, das ist der Fahrstuhl. Ich dachte immer die ganze Zeit, hier stirbt was. Nee, egal. Auf jeden Fall gibt's hier unten nochmal Dämonen-Titanit. Müsste es rein theoretisch sogar zwei oder so. Nee, immer noch eins. Aber hey... Alles gut, braucht man alles, um Bosswaffen zu verstärken. Aber ich glaube, ich werde nur zwei Bosswaffen, glaube ich, verstärken in diesem Playthrough. Das wird meines Erachtens nach die das Schwert von Artorias sein. Das richtige, also das echte Schwert von Artorias. Und ich glaube, das war's dann. Hier, war hier der Crystal Lizard? Nee. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Am Ende war der hier, aber kann sein. Nee, ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, ich kriege hier irgendwelche Seelen, aber war nicht der Fall. Nee, gut, es war nur der Fahrstuhl. Egal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Gehen wir weiter im Text an eine der obskursten Stellen, wie man in einem Level weiterkommt.
die ich je in irgendeinem Videospiel gesehen habe. Nämlich hier. Wer darauf, also, ich meine, irgendwann ist man sicher darauf gekommen. Irgendwann ist irgendein Spieler darauf gekommen und hat gesagt, ja, hier sollte man vielleicht mal lang gehen. Vielleicht sollte man das mal ausprobieren. Aber ganz ehrlich, wer darauf vorher gekommen ist, also ich weiß es nicht. Also ich hätte es nicht gewusst, ich hätte es nicht erkannt. Hallo, die Jungs vom Ku Klux Klan sind auch hier. So, lasst ihr bitte, ich will auch eure Sachen fallen, das muss ich alles farmen. Oh, jetzt hast du mich hier mit den komischen, mit den Messerchen beworfen. Es ist ja, ich glaube es hackt, ey, ohne Spaß. Gut, jetzt müssen wir mal unser Schild hier rausnehmen, weil hier oben wird es dann doch ein bisschen heftiger. In der Hoffnung, dass ich es schaffe, in einem Rutsch hier durchzukommen, durch die ganze Chose. Aber wenn ich schon mit zwei Händen ihn one-shotte, werde ich auch mit einer Hand, denke ich mal, sehr viel Schaden machen. So, kommen Sie her, junger Mann. Nein, ich will das nicht. Kommen Sie her. Kommen Sie zu mir. Kommen Sie her. Jawohl. Zack. Ja. Tschüss. Lass bitte was fallen. Nicht Wurfmesser. Ups. Was war das? Hat er kurz das Knie sich ausgerenkt? Ah, böse Sportverletzung. Böse Sportverletzung hier. So. Hier werde ich... ihr könnt mich alle mal... Na, genau. Machen wir hier... Bam! Falls ihr das nicht wusstet, das ist der leiseste Kronleuchter-Niederschmetter-Sound der Welt gewesen. Ich habe ja nichts gehört. Ich habe nicht gehört, dass der unten da kaputt gegangen ist. Aber falls ihr das nicht wusstet, ihr müsst da nicht eure Waffe gegenhauen bei dem Kronleuchter, damit er nach unten fällt, damit man auch das Item bekommt, was an dem Kronleuchter dran ist, sondern man kann da auch ganz einfach gegentreten. Das ist auch eine Variante. So, kommen Sie her, junger Mann. Kommen Sie bitte her. Ich möchte nicht, dass Sie mich bewerfen. Ich möchte, dass Sie... Nein, hören Sie auf. Die haben 5 oder 3 Wurfmesser am Start, die Kollegen. Das bedeutet, sobald Sie die aufgebraucht haben, kommt man, wie gesagt, weiter. Also dann stürmen Sie auf einen zu. Da muss man jetzt hier nicht den riskanten Weg gehen, dass man quasi hier so... quasi auf sie zurennt, damit sie aufhören, mit den Messern einen zu bewerfen. Manche tun das gar nicht. Manche sagen, nein, ich bewerfe dich nicht mit einem Messerchen. Rein theoretisch, wisst ihr was, können wir... Ja, das machen wir. Das machen wir. Ich habe ganz vergessen, dass die Nebeltore ja so schön jetzt aussehen in dem Remaster. Ich habe mich geheilt, rein theoretisch. Können wir also der guten Guinevere schön ins Dekolleté springen. Das machen wir nicht. Ach, Guinevere. Du bist the best Waifu. Viele sagen, nein, Priscilla ist best Waifu. Nein, ich sag, Guinevere ist best Waifu. Wisst ihr warum? Weil sie ist eine... A, ist sie nicht so eine komische Furry-Dame, ne? Also, weil Priscilla hat ja so, ne, wirklich Fell. Furries ist nicht so meins. Und sie ist klasse angezogen. Sie ist eine elegante Dame. Apropos elegante Dame, man lauert den Leuten nicht so auf. Das ist keine Überleitung gewesen, die irgendwie Sinn ergeben hat. Aber egal, ich habe sie trotzdem gemacht, liebe Freunde, um an dieses feine Item zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Es ist ein göttlicher Segen. Ergibt natürlich Sinn, hier bei der guten Guinevere sich einen göttlichen Segen hinzustellen. Ist ja ganz klar, weil die gute Guinevere, wisst ihr ja, ist eine Göttin der Fruchtbarkeit. Wer hätte es gedacht, bei den 2 schlagkräftigen Argumenten, die sie da vorne drin hat. Ist das nicht schön? So, und rein theoretisch müsste hier noch so ein Heino stehen. Noch so eine Kapeike. Yep. Hallo. Tschüss, mein Freund. Lass dir mal bitte euer Schwertchen fallen. Das will ich alles nicht farmen. Das ist alles Zeit, die verloren geht. Aber egal. Gehen wir weiter. Das sieht wirklich schön aus. Also da muss ich sagen, hier wirkt das gar nicht so viel am Platz. Ich finde, in das erste Nebeltor, was wir gesehen haben, im Asyl der Untoten vor dem Kampf gegen den Asyldämon. Das sah irgendwie fehl am Platz aus. Aber hier, das sieht richtig gut aus. Muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Ist ja, glaube ich, das Asset aus Dark Souls 3. Wo ich mich übrigens frage, warum sie dieses Remaster nicht ein echtes Remaster gemacht haben und einfach wirklich die alle Assets aus Dark Souls 3 einfach genommen haben und das Spiel nochmal neu nachgebaut haben, weil zum Beispiel so viele Assets aus Dark Souls 1 gibt es ja auch in Dark Souls in 3. Also zum Beispiel
das Set von Artorias zum Beispiel. Sag mal, bin ich jetzt bekloppt? Nee, bin ich nicht. Doch, bin ich. Ich bin bekloppt. Das wollte ich gar nicht. Hier gibt's gar keine... Ich wollte eigentlich was anderes triggern. Egal. Egal. Außerdem wollte ich jetzt natürlich den Shortcut freischalten. Shortcut freischalten! Shortcut freischalten! Los. Los. Shortcut. Ich glaube, hier geht's nach unten, ne? Geht's hier nach unten? Ja, hier, nach oben geht's ja auch gar nicht mehr. Wir sind ja schon ganz weit oben. Höher geht es nicht mehr. Jetzt geht es, genau. Eine Etage tiefer. So. Tada. So, wo ist jetzt der Kollege, der mich angreift? Da ist er. Kommen Sie her? Gut, dann bin ich jetzt dran. Wow. Aber mal sowas von viel Schaden habe ich dir gemacht, mein Freund. Das finde ich sehr gut. Aua. Hören Sie auf. So, jetzt bitte das Schild. Dankeschön. Jetzt habe ich das komplette Gargoyle-Set. Und ich bin glücklich. Also alles, was die Gargoyles halt fallen lassen. Ich gucke nochmal. Aber ich glaube ja. So, wir gucken uns nochmal. Den Helm müsste ich doch aber eigentlich auch schon haben. Habe ich den jetzt nicht doppelt? Ja, den Gargoyle-Helm habe ich doppelt. Das heißt, wir können mal hier schön ablegen. Brauche ich nicht. Scheiße, hätte ich auch verkaufen können. Kann ich verkaufen. Verkaufe ich. Obwohl. Ich glaube, sobald ich ja das Lord-Vessel habe, das Herrschergefäß, ich will ja eigentlich beim ersten Playthrough das schwierigere Ende quasi holen oder beziehungsweise was ein bisschen schwieriger zu erreichen ist, nämlich das Ende von Framd. Auf der anderen Seite, von Karth, also das dunkle Ende sozusagen. Aber auf der anderen Seite, wir machen sowieso noch einen zweiten Playthrough. Und wenn ich das mit von Karth mache, das Ende, dann kriege ich nicht die Cutscene vom guten Sif. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch die Cutscene vom guten Sif im nächsten Playthrough abholen. Denn wir müssen sowieso zweimal zu Manus. Also wir müssen zweimal die Seele von Manus holen. Einmal können wir die nämlich eintauschen und das andere Mal können wir daraus eine Art Axt-Zauberstab machen. Also wir brauchen sowieso zweimal Manus. Aber, Schwierig. Egal, gut, dann wisst ihr was? Damit ich nicht der Versuchung erliege, dann machen wir das so. Dann machen wir Sif im zweiten Durchlauf. Das ist, glaube ich, auch sogar ein bisschen einfacher. Glaube ich dann sogar. Das ist ein bisschen schwerer sogar. Aber gut, im zweiten Anlauf. Egal, ich muss mir das noch genau überlegen. Egal, ob ich den jetzt verkaufe oder nicht, die Sache ist ja egal. So, dann wollte ich noch gucken, ob ich alle anderen Waffen habe. Vom Guten, ich habe das Gargoyle-Schild. Ja, das ist sehr gut. Deshalb müsste ich eigentlich die Gargoyle-Axt und die Gargoyle-Hellebarde haben. Gucken wir nochmal. Gargoyle-Hellebarde am Start. Wo ist die Gargoyle-Axt? Okay, ich habe alle Waffen. So, rein theoretisch. Gehen wir jetzt nach unten. Wir gehen jetzt da noch hin und holen uns noch ein paar Items, die wir uns noch holen können. Außerdem können wir da jetzt nach unten gegen die komischen, gegen die Gemäldehüter. Ja, zu denen können wir jetzt auch noch gehen und können da noch ein paar Items sammeln, beziehungsweise vielleicht ja auch mal nicht ihr Set können wir nicht farmen, aber ihr Schwertchen. Ihr Schwertchen hätte ich gern. Hören Sie auf, mich zu bewerfen. Hören Sie auf. Gebt mir euer Schwert. Nein? Okay, dann müssen wir es vielleicht ein bisschen provozieren, indem wir den goldenen Schlangenring ausrüsten. Und jetzt mal, da wir es jetzt mit so vielen zu tun haben, mal ein bisschen unser Schild noch hochnehmen, weil, wie gesagt, wenn es hier so zwei sind, die können einem nämlich ordentlich auf die Nuss hauen. Oh, ja, sagte ich und kriegt da auf die Nuss von ihnen. So, nicht Wurfmesser. Mensch, hör doch mal auf. So, ihr lasst keine Wurfmesser fallen. Lass bitte dein... Nein, Wurfmesser kann ich nicht gebrauchen. Oh, natürlich hat er Wurfmesser fallen lassen. Natürlich hat er das. Wisst ihr was? Dann schlage ich euch jetzt mit euren eigenen Waffen. Das ist mir egal. Weil Wurfmesser kann ich nicht gebrauchen. Wurfmesser sind absoluter Blödsinn. So. Kommen Sie her, junger Mann. Nein, nicht mit Wurfmesserchen werfen. Nein. Hören Sie auf. Dass er das nicht merkt. Dass er das nicht checkt. Dass er mich damit nicht kriegt. Los, komm. Yeah. Super gut. Pirouette gedreht. Top. Los. Schwertchen. Nein. Okay, alles klar.
Oh, dass ihr das nicht kapiert, dass ihr mich damit nicht kriegt. Boink. So. Los. Schwert. Schwert, 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 Schwert. Nein, okay. Da muss ich die doch noch wahrscheinlich farmen zwischen den Teilen. Da muss ich sie zwischen den Teilen dann doch nochmal farmen. So. Los. Das gibt's doch gar nicht. Ihr seid aber auch ein paar Spielverderber, wenn ich das mal sagen darf. Oh, und wieder versucht er es. Und wieder versucht er es. Los, komm her. Na komm. Ich kann mich erinnern, glaube ich, im ersten Playthrough auf dem Kanal hier, also das ich auf den Kanal gebracht habe von Dark Souls, bin ich, glaube ich, gegen die sogar zweimal gestorben. Weil die halt in der Masse echt verdammt fies sind. Vor allen Dingen, wenn sie einen dann wirklich mit ein paar Sprungattacken treffen und mit ein paar... kommen sie denn her? Und mit den Wurfmessern dann doch nochmal treffen. Okay, ihr wollt nicht? Okay, wenn ihr nicht wollt, dann... das kann ich auch. Hier, guck mal. What the fuck? Warum mache ich nur 12 Schaden? So, bam. Oh, kann ich auch. Kommt doch mal her. Oh, jetzt hat er das Wurfmesserchen schön im Arm. Na, wie fühlt sich... Oh, genau das ist das, was ich meine. Das kann nämlich ganz schnell passieren, dass man deren Kombos massiv unterschätzt. Na, wie fühlt sich das an? Die ganze Zeit irgendwelche Wurfmesserchen abzukriegen. Ne? Ja, da habt ihr euch wohl nicht überlegt, dass das... Oh, das ist ganz schön ungehobelt. Das ist ganz schön ungehobelt von euch. Ja, ja, ja. So, holen wir uns noch das Item. Das müsste eine Zauberei sein. Yep, die große Zauberwaffe. Auch sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch einen, glaube ich, zu bekämpfen. Das ist der da hinten und der bewacht das traurigste Itemset. Warum ist das Licht gerade wieder plötzlich eingepoppt? Was ist hier los? Remaster. Muss ich wohl doch zurückkehren zum Original, sozusagen. Muss ich das wohl doch tun. So, du das Schwert. Der letzte. Wie bestellt. Wie bestellt ist das? Du bist ein feiner Herr. Und du bist sehr sexuell gefallen. Interessant ist, dass sie anscheinend... Also, das ist ja nicht dasselbe Set, aber die Rüstung, die sie unten drunter tragen, oder zumindest die Leggings... Oder die Stulpen oder was auch immer. Die ähneln schon ein bisschen denen von den Silberrittern. Das ist ganz cool. Aber hier, das traurigste Set im gesamten Spiel. Tarkus. 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 Da war er. Da war er hinüber. Der gute Tarkus. Ist hier einfach von oben runtergefallen, weil er zu schwer war. Wahrscheinlich ist er durch so eine Säule, nee, durch so einen Träger ist er durchgebrochen, weil er einfach zu schwer war. Der Helm des Schwarzeisen-Tarkus, einem für seine Stärke bekannten Ritter. Aus speziellen, ungeschichteten Eisen angefertigt, bietet er hohen Schutz, speziell bei Feuerangriffen. Aber er ist so schrecklich schwer, dass ihn kaum ein anderer außer Tarkus höchst selbst tragen kann. Außer wir, weil wir sind auch sehr stark. Aber ansonsten... Tarkus! Egal. So, ich habe auch noch eine Menschlichkeit bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir können auch ein zweites Leuchtfeuer freischalten. Und mit dieser Menschlichkeit, also, weil da gehen wir noch nicht hin, liebe Freunde. Da gehen wir auch noch hin. Macht euch keine Gedanken. Weil es ja ein 100% Run ist. Da müssen wir also hin. Aber da können wir jetzt noch zu dem zweiten Leuchtfeuer gehen, was es in Anno Londo gibt. Da können wir auch noch einen kleinen weiteren Weg freischalten. Rein theoretisch sogar schon einem weiteren Eid beitreten. Das muss ich mir noch überlegen. Weil momentan bin ich in keinem Eid drin. Aber ich habe auch mit keinem Eid Beef. Also, es ist schon sehr, sehr gut. Muss ich nochmal gucken. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall, wir müssen ja... Ich wollte gerade gucken, ja, was liegt denn hier für ein Item? Aber das habe ich ja dahin gelegt. Wir müssen dann nochmal gucken, wie wir das machen. Also rein theoretisch muss ich dem Eid beitreten, bevor ich Gwyndolin überhaupt herausfordere und bevor ich Guinevere umbringe. Ja, das muss ich alles dann später erst im Playthrough machen, weil vorher ist das ein bisschen schwerer. Also macht das viele Dinge sehr, sehr schwer, sage ich jetzt einfach mal. Nämlich im Covenant überhaupt aufzusteigen, denn dazu müssen wir wiederum in die gemalte Welt von Ariamis, weil ich könnte natürlich das auch online farmen, aber es gibt natürlich auch Mittel und Wege, das offline zu farmen, das Item, für die Finstermond-Klingen, ja, aber vorher, wie gesagt, erstmal noch schön zweites Leuchtfeuer hier freischalten, schön, und auch dran sitzen werden wir nicht, obwohl, dann könnten wir es gleich eigentlich die Da könnten wir eigentlich gleich die, Da könnten wir gleich die Menschlichkeit verbrennen. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht.
So, als allererstes, Regen des Sonnenerstgeborenen. Große Kontroverse, wer das hier ist, ob das hier der Sonnenerstgeborene ist, sozusagen, oder ob das nur einer ist, der das Grab des Sonnenerstgeborenen oder, weiß ich nicht, die Schatzkammer von Anor Londo geplündert hat, um an den Ring des Sonnenerstgeborenen zu kommen. Auf der anderen Seite, er ist halt ins Finstermond-Mausoleum gegangen. Also es gibt auch viele Leute, die sagen, ey, das mit dem namenlosen König, ja, schön und gut, ne? Aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, der Typ. Obwohl, wie gesagt, man findet ja auch eine andere Leiche in Irithyll in Dark Souls 3, wo auch der Ring des Sonnenerstgeborenen dran ist. Es ist am Ende des Tages, ist es einfach zu vage, um eine definitive Antwort zu liefern. Obwohl natürlich im Kanon, im Story-Kanon, der namenlose König mittlerweile der Sonnenerstgeborene ist. Der Erstgeborene von Fürst Gwyn, der ausgestoßen wurde, weil, wie wir ja jetzt wissen, er sich mit den immerwährenden Drachen zusammengetan hat, dem Erzfeind von Fürst Gwyn, den wir hier in seiner ganzen Pracht sehen. Und ich glaube sogar, dass das mal ursprünglich die wahre Größe, im wahrsten Sinne des Wortes Größe, von Fürst Gwyn war. Also so groß war der wirklich mal früher. Denn wenn wir ihn dann bekämpfen, dann ist er ein Stückchen größer als wir. Aber ich glaube, er ist auch so ein bisschen zusammengeschrumpft durch das sich ins Feuer werfen. Kann ich mir überlegen. So ein bisschen so, ne, wie man Fleisch anbrät auf dem Grill, dann schrumpft das ja auch noch ein bisschen, weil zu viel Wasser drin ist. Ne, weil es so ein Supermarktsteak war, sozusagen. Und so ähnlich war vielleicht der gute Fürst Gwyn, war auch ein Supermarktsteak. Das Supermarktsteak von Dark Souls. Das Dark Souls der Supermarktsteaks. Jetzt, you heard it here first. Das ist Fürst Gwyn. Und interessant ist, wie gesagt, dass die Statue von Fürst Gwyn höchstpersönlich das dunkelste Geheimnis, zumindest von Fürst Gwyn selbst, verbirgt. Ah, das ist nämlich ziemlich cool. Wisst ihr was? Ja. Wisst ihr was, was wir jetzt tun? Ja. Wir werden jetzt erstmal dieses Leuchtfeuer hier entfachen. Und zwar einmal auf plus 10 bringen. Das reicht. Wir können es auf plus 20 bringen. Das mache ich ja dann, wie gesagt, am Ende des Playthroughs. Bevor wir in New Game Plus gehen, gehe ich hier durch die Welt. Alle Leuchtfeuer werden auf plus 20 gekindelt, weil das kann man nur gut gebrauchen in dem, im New Game Plus. Und ich würde sagen, ja, wisst ihr was? Ja, 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 wir schalten jetzt noch den zweiten Covenant, den nächsten Covenant frei, den nächsten Eid, indem wir den Finstermond-Seance-Ring anlegen. Und siehe da, die illusorische Statue verschwindet. Ein Nebeltor erscheint und jemand wird gleich mit uns reden. Nicht ein jemand, sondern man ist ja nicht ganz sicher. Es ist ja ein junger Mann, der mit uns redet, obwohl er ja aufgezogen wurde wie eine Frau, weil er unter der Finstersonne geboren wurde. Lass uns uns überlegen. Ja? Die in Anor Londo, die sind so besessen von der Sonne und vom Sonnenlicht, dass selbst der Mond nicht Mond heißt, sondern Finstersonne. Die sind alle bekloppt hier in Anor Londo. Egal, Finstersonne. Hallo. This is the tomb of the great Lord Gwyn. Tarnished it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me. Ja. Du bist so ein ganz schöner Saftsack, Gwyndolin, wie gesagt, da kann ich immer nur wieder drüber lachen in der deutschen Übersetzung, warum man ihm, weil alle anderen haben ihre Namen behalten, ne? Gwyn heißt Gwyn, Guinevere heißt Guinevere, Lautrec heißt Lautrec. Warum heißt Gwyndolin Wendelin? Das ergibt keinen Sinn, deutsche Version von Dark Souls. Egal, wir knien nieder und werden zu einer Finstermondklinge. Das ist doch mal eine Sache. Die können wir tun. Disciple of the dark sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shalt protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Interessant ist, dass natürlich wiederum das wieder finster Mond nennt. Der gute Gwyndolin. Man weiß es nicht. Was ist hier Phase? Könnt ihr euch nicht mal einigen? Ist finster Sonne finster Mond? Ist der Mond die finster Sonne? Man weiß es nicht. Egal.
Ja, natürlich treten wir dem Eid bei. Wir werden eine Finstermondklinge. Ah. Schön. Ich habe einen Eid geleistet. Finde ich gut. Very well. Now thou art a blade of the dark moon. Hunteth the enemies of the lords by the power of the dark sun. Da, da haben wir es wieder. The dark sun. Dark Moon, Dark Sun, könnt ihr euch mal entscheiden. Könnt ihr euch mal entscheiden, liebe Leute von Gwendolyn. Was ist jetzt? Dark Sun, Dark Moon? Man weiß es nicht. Ist alles sehr verwirrend. So, wir haben noch kein Andenken der Vergeltung, aber wir werden 30 Andenken der Vergeltung sammeln. Die werde ich schön farmen in der gemalten Welt von Ariamis. Da werde ich schön den ganzen Krähen-Ladies mit ihrem, auf ihren sehr, sehr festen und nicht gerade unattraktiven Hintern hauen. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht so Furries und so, aber der Hintern von den Krähen-Ladies in der gemalten Welt von Ariamis, ihr werdet es schon früh genug noch sehen. So, ja, das war's erstmal. Dankeschön, Gwendolyn. Hier auf deinem Symbol, was du vor deinem Nüschel trägst, vor deinem Gesicht. Ja, das ist ganz interessant, ne? Dieser schöne Teppich hier. Schöner Teppich. So, dann sind wir jetzt eine Finstermondklinge. Und ich glaube, das findet eine Person ganz geil, dass wir eine Finstermondklinge sind. Und das werden wir jetzt noch uns, okay. Das werden wir hier nicht mehr machen, liebe Freunde. Sondern wir werden zurückgehen in Dark Souls Remastered. Okay. Wir werden es jetzt nochmal machen. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Ja, das ist mir auch noch nie passiert. Noch nie ist mir passiert, dass dieses Spiel derart... Das war ja wirklich ein Hard Crash. Das war ja nicht ein Soft Crash, das war ja ein Hard Crash. Kann man jetzt nur hoffen, dass das Safe Game noch da ist. Man kann es nur hoffen, liebe Freunde. Wow, das ist mir noch nie passiert. Ja. From Software. Bestes Remaster habt ihr hier hingestellt. Bestes Remaster. Wow. Okay, ja, ich hab's nicht gemacht, liebes Spiel. Ich habe das nicht eventuell zuletzt korrekt über das Spielmenü beendet. Du hast dich selbst beendet. Ich sag's nur so, wie es ist. Hoffentlich ist es noch da. Es ist noch in Anno Londo. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Bin ich jetzt schon im Eid der Finstersonne? Ist irgendwas kaputt gegangen? Wird das Spiel überhaupt noch geladen? Ah, ich bin hier. Gucken wir mal schnell. Ich bin eine Finstermondklinge. Okay, zweiter Anlauf. Ich wollte nämlich ja eigentlich sagen, jemand ist jetzt wahrscheinlich extrem cool, gut gelaunt darüber. Ich hoffe, das bricht jetzt nicht wieder ab. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht einen Game-Breaking-Bug hier. Nein, haben wir nicht. Gut. Jemand ist jetzt extrem froh darüber, dass wir eine Finstermondklinge sind. Glaube ich zumindest, dass sie dafür einen neuen Dialog hat, nämlich die Feuerhüterin. Dazu müssen wir aber zu ihr zurück. Und da wir noch nicht das Herrschergefäß haben, ist das ein etwas längerfristigeres Unterfangen. Aber das werden wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Ich muss dafür den in die andere Richtung drehen hier, den netten Dings, damit es wieder nach oben geht. Genau, korrekt. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, weil dann können wir nämlich, dann gleich beim nächsten Mal dann tiefer reingehen nach Anor Londo. So, Dankeschön. Und dann können wir dann beim nächsten Mal dann uns auch natürlich auch um die legendären Anor Londo Bogenschützen kümmern. Mal gucken, wie ich mich da anstelle. Ich habe eigentlich eine relativ gute Waffe und ich bin eigentlich relativ guter Dinge, dass ich das beim ersten oder spätestens 15. Anlauf schaffen werde. Ansonsten werde ich mich natürlich wieder dem Cheese-Trick bedienen. Obwohl, nein, da habe ich mich nicht ordentlich für vorbereitet, denn ich habe keine Giftpfeile. Doch! Philipp! Vergangenheits-Philipp! Du bist ein schlauer Bursche. Ich habe Giftpfeile mitgenommen. Sehr gut. Das war eine... Als ob ich es geahnt hätte, dass ich nach Anor Londo gehe in diesem Teil. Okay, dann gucken wir uns noch an. Hören wir uns noch an, was die Dame dazu zu sagen hat. Dass wir jetzt eine Finstermondklinge sind. Weil sie ist selber eine. Das wird sie uns jetzt, glaube ich, auch offenbaren. Gucken wir mal. Und das mit dem Crash, das hatte ich wirklich noch nie. Nicht mal die PC-Version von Dark Souls, die ja weiß Gott nicht gut portiert ist. Selbst die ist mir nicht derart hart mal abgeraucht. Ist krass. Okay,
Ja. Oh. You are one of us. That is a surprise. But a pleasant one. We are both Blades of the Dark Moon now. I shall look forward to fighting alongside you. Ja, leider passiert das nie, dass wir an ihrer Seite kämpfen. Das wäre geil, ne? Dass es irgendeine Quest gegeben hätte in Dark Souls, wo man quasi einen Sünder quasi ja heimsucht als Phantom der Finstermondklinge und sie dann plötzlich irgendwie so questgebunden so mit reinkommt. Das wäre so cool gewesen, muss ich wirklich sagen. Also das hätte ich sehr, sehr gut gefunden, weil an ihrer Seite zu kämpfen wäre bestimmt ziemlich geil geworden. So, hast du noch was dazu zu sagen? Ja, ja. Okay, Leuchtfeuer. Noch irgendwas? Okay, alles klar. Nee, sie findet es bloß gut, dass wir jetzt eine Finstermondklinge sind. Das findet sie gut. So, ich finde das auch gut. Ich werde nochmal schnell, ich muss eigentlich nicht am Leuchtfeuer rasten. Obwohl, doch, ich raste mal am Leuchtfeuer. Ich werde mal Ausrüstung reparieren. Das kann man immer gut gebrauchen. Und rein theoretisch könnte ich sogar jetzt noch einmal aufsteigen. Sehr gut. Was machen wir denn mal? Ich glaube, wisst ihr was? Wir bringen alle anderen übrigen Sachen mal auch auf plus 15. Daran werden wir jetzt mal arbeiten. Ja, daran werden wir jetzt mal arbeiten. Als erstes erstmal Wille. Weil Wille brauchen wir dann sowieso irgendwann auf plus 25. Von daher werden wir daran wahrscheinlich auch arbeiten. Vielleicht werde ich auch machen, dass ich alle anderen Werte auf plus 20 bringe und dann nur noch Vitalität, Kondition, Stärke und Beweglichkeit skille und den Rest alles bei 20, beziehungsweise Wille bei 25 skille. Aber wie gesagt, das machen wir dann alles, mache ich alles mal zwischen den Teilen. Bis dahin bedanke ich mich immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Beim nächsten Mal geht es weiter natürlich hier. Hoffentlich ohne großartige Crashs. In Anor Londo, der Stadt der Götter, die nicht ganz so geile Lichteffekte am Anfang hatte, dann aber mir einen extrem großen Gefallen getan hat, dass ich das Gemäldehüterschwert gleich bekommen habe. Und ansonsten denke ich, bin ich ganz gut bewaffnet hier mit meinem Titanit-Fangstab, eine Waffe, die ich wahrscheinlich jetzt sehr lange noch verwenden werde. Aber hey, bis dahin, vergeht erstmal noch ein bisschen Zeit, wir sehen uns in den nächsten Videos, macht's gut, ich würde mich über Kommentare, über Likes und natürlich auch über ein Abo noch freuen. Ansonsten noch viel Spaß im Internet, ciao!